Der Däne Morten Thomsen war Olympiareiter und er schwört in der Pferdeausbildung auf Bodenarbeit, um die Kommunikation zu verbessern. Was man dafür braucht? Ein Pferd an der Trense und einen Bambusstock, mit dem man tippen und streicheln kann. Also das, was ich am Anfang haben will, ist, dass er von mir weggeht, dass er diesen Abstand hält. So dass er, und wenn er jetzt ist, er auf euch ein bisschen konzentriert, dann mache ich so, dass er auf mich gucken muss. Und dass ich es ein bisschen unbequem mache, wenn er nicht auf mich guckt. Und ich mache es bequem, wenn er auf mich guckt. Das ist das Grundprinzip, dass er sich um mich konzentriert und dass er sagt, oh, ich muss mich, das lohnt sich, ihm anzugucken und das lohnt sich, ein bisschen zuzuhören. Also ich brauche nicht, ihn zu berühren. Also wenn er nicht reagiert, dann berühre ich ihn. Aber wenn er reagiert, so wie jetzt, dann gehe ich gleich weg. Also ein Schritt rückwärts ist eigentlich rückwärts für ihn. Für uns wollen wir immer 4 oder 6 Schritte haben. Aber ein Schritt ist eigentlich genug für ihn. Gut. Das 3-jährige Pferd soll auf Morten Thomsen fokussiert sein. Ja, weil jetzt sagt er, oh, jetzt, ich muss mich um dich kümmern. Also das Nächste, was ich machen will, ist, er muss jetzt von die Gerde und von linke Zügel weichen. Wenn ich jetzt am rechten Zügel bin und ich drücke recht auf seine rechte Seite, muss er nach links gehen. Und ich möchte gerne wissen, dass wenn ich am Zügel nehme, dass mein Pferd zurückgeht. Und dass er so. Und weil, wenn ich das habe, bevor ich vorwärts reite, habe ich das Gehorsam und dass er zuhört und dass er zuhören kann. Wenn die das hier können, zurück und zur Seite. So, und zurück und zur Seite. Und das von einem Zügel. Also ich nehme nur linken Zügel und nur den Stock auf der Seite oder auf dem Brust. Aufbauend auf das Zurück und zur Seite basiert das Einparken von der Aufsteighilfe. Dann stelle ich mich hier drauf und dann sage ich ihm, komm. Und dann hier von hier oben. Was kriegt Bill denn der? So. Und dann hat man eigentlich das Einparken. Und am Anfang mit den 3-Jährigen steigen wir nicht auf. Aber wir parken ein und loben. Und dann gehen wir wieder weg. So, dass die zum Schluss genau wissen, dass das Aufsteigen später auch nichts Schlimmes ist. Geh, halt und rückwärts. Gut. Und gehen. Und dann versuche ich ab und zu mal, ob er sich gerade hinstellt mit die Vorderbeine. Thomsen reicht es, wenn das Pferd zunächst vorne geschlossen steht. Gut. Und so gerade wie möglich. Und das ist ein 3-jähriges Pferd, da verlange ich nicht so das Optimale. Und dann versuche ich, den ein bisschen so hin und her zu schieben. Und wenn er sich so ein bisschen reinstellt, dann ist das gut. Die lernen alle beim Hufe auskratzen, dass man das Bein touchiert und dann müssen die das Bein hochheben. Folgeübung Nummer 6 ist das Schenkelweichen. Das hier ist ein 5-Jähriger. Ich gehe dann so auf den Zirkel rum. Ich touchiere hier, wo das Bein liegt und ich bin ein bisschen so am Zügel. Und bis ich merke, jetzt kann ich den rausschieben aus dem Särgel, sodass ich ihn eigentlich so ein bisschen rausschieben kann. Und dass ich mit meinen linken Zügel will ich gerne, dass ich ihm den Weg zeigen kann. Aber ich will auch gerne, dass ich ihn nach außen drücken kann mit den inneren Zügeln. Sodass ich nach links drehen und nach rechts gehen kann mit linker Hand.
Das, vor dem Einreiten mache ich das, was wir mit den Braunen gemacht haben. Mit denen hier, wenn die ein bisschen älter sind, so ein halbes Jahr geritten oder sowas, dann fangen wir damit an, so richtig Schulter rein und Schenkel weichen an der Hand. Im Travers wird das Pferd gestellt und gebogen. Ich fange so an, dass ich, wenn ich jetzt zur Ecke komme, ich gehe jetzt Schulter rein und dann langsam mache ich den auch ein bisschen mehr gerade im Hals, so dass er sich gerade macht. Und dann mache ich eigentlich so eine Drehung nach außen. Und dann gehe ich lange Seite runter. Komm. Um das Pferd vorwärts zu schicken, nutzt der Däne nicht nur den Bambusstock, sondern auch seine Stimme. Das Schnalzen dient als akustische Hilfe, die der Reiter später auch vom Sattel aus einsetzen kann. Ganz fortgeschrittene Pferde können bei Morten Thomsen Piaff und Passage. Und vor allem so geschlossen unter dem Schwerpunkt stehen, dass kein Meter mehr dazwischen passt. Bodenarbeit bringt Abwechslung ins Training und fördert die Konzentration ihres Vierbeiners. So.